Ja, hallöchen, wunderschönen guten Abend. Jetzt könnt ihr euch freuen auf so ein spannendes, geiles Interview mit meinem Freund Martin Franz. Es wird super cool, was der Martin alles zu sagen hat, was er alles geschafft hat in seinem Leben. Also ich bin ein absoluter Fan, lieber Martin. Martin war jetzt mehrere Wochen im Himalaya und er macht lauter so coole, außergewöhnliche Dinge. Und lieber Martin, magst du dich kurz vorstellen und vielen Dank, gerade vom Himalaya zurück und schon hier live bei uns dabei beim zweiten Kramer Erfolgskongress. Danke, dass du da bist. Wow, vielen Dank, Jans. Danke auch, dass ich dabei sein kann. Freut mich auch. Und das, die Ankündigung war jetzt, wow, bin beeindruckt, muss ich sagen. Danke. Muss schon sagen, also im Alltag, im normalen Leben bin ich schon, also ganz normal Vater. Ich bin Kindertaxi, bringe die Kinder zum Tennis und in die Schule und habe jetzt gerade die Küche sauber gemacht und so. Also ich habe nicht nur Abenteuer und Himalaya in meinem Leben, sondern ganz normales Dorfleben hier im kleinen Schweizer Dorf, wohne am Land draußen, habe auch gerne diese schöne Ruhe, die man da draußen am Land hat, dieses Dorfleben, wo man die Nachbarn erkennt. Und ja, genau. Das haben wir also ein ganz normales Leben auch noch. Ja, ansonsten, ich bin 43 Jahre alt, habe drei Kinder, bin verheiratet seit über 15 Jahren inzwischen. Und ja, war die ganze Zeit Unternehmer, habe noch nie im Leben wirklich gearbeitet, wenn ich so sagen darf. Ja, wir hauen alles raus. Das kennen wir. Und ich freue mich, heute Abend da sein mit dir. Danke. Wow, ich habe dir zu danken, dass du hier bist und einfach, dass wir über dein Leben sprechen können, weil ich finde dein Leben unendlich spannend. Du schaffst ja schon lange nichts mehr, ja. Und da steigen wir gleich mal ein. Es ist ja der Traum von ganz vielen Menschen. Wie bist du gestartet? Wie muss ich mir deine Jugend vorstellen? Bist du mit dem goldenen Löffel aufgewachsen oder kommst du von einer anderen Welt? Na, lass mich da ein bisschen ausholen. Gerne, ja. Wenn man es so sagen darf, ich habe für diese Aussagen, was ich dir jetzt, die zwei Sachen, die ich dir jetzt gebe, da habe ich sehr viel bezahlt dafür. Also sehr viel Lebenszeit, sehr viel Geld, sehr viel. Hat mir sehr viel gekostet, zu dieser Erkenntnis zu kommen und damit umgehen zu können. Aber es sind im Wesentlichen zwei Dinge. Es ist einmal meine Naivität. Ich kann Dinge glauben, ich kann an etwas glauben, wo jeder andere sagt, du spinnst, du bist verrückt, das geht nicht. So wie andere sagen, geh und hol einen normalen Job, mach das. Ich bin naiv genug, etwas zu glauben, was verrückt ist. Das hat dazu geführt, dass ich mir natürlich den Kopf sehr oft angestoßen habe. Mhm. Also wenn wir über meine Misserfolge reden, da ist die Liste sehr lange. Also den Kopf stoßt man sich halt an, wenn man naiv ist. Und naiv bedeutet auch gutgläubig. Ich habe halt mich vielen auch Menschen vertraut, die halt das ausgenutzt haben. Das ist sehr häufig der Fall. Das kennt jeder, der es gut meint. Aber diese Naivität, die hat viel Geld gekostet, natürlich auch viel Zeit und alles. Aber mit dieser Naivität habe ich meinen Traum verfolgt. Ich habe daran glauben können. So, und dann kommt der zweite Teil dazu, und das ist ja beim Bergsteigen ein wesentlicher Teil, ungeheure Willenskraft. Also wenn ich mir mal was in den Kopf gesetzt habe, wenn ich mal weiß, wenn ich es glauben kann, wenn ich weiß, ich kann das, dann ziehe ich die Nummer durch, da stelle ich, also da gibt es wirklich Prioritätslisten, da gibt es nichts mit Ausgehen, da gibt es nichts mit Urlaub, da gibt es keinen Drumherum, wenn ihr Ziel habt, dann wird dieses Ziel ganz eisern verfolgt und zwar mit allen Komponenten, die dazugehören, von der Visualisierung, vom zu Hause sitzen und sich vorstellen, wie das ist, wenn man am Ziel ist, bis zur Tat, bis zur Rundumuhr arbeiten, gehört alles dazu. Also es ist im Prinzip eine Mischung aus Naivität, dass ich glauben kann, ich kann mehr erreichen, als wie man mir als Kind gesagt hat, dass ich kann, und Willenskraft, das durchzusetzen, was man will und auch mal das Notwendige zu tun, was notwendig ist. Auch wenn es manchmal unangenehm ist und leichter wäre, am Sofa zu sitzen oder was anderes zu tun, sondern durchzubeißen, weil wenn ich am Berg oben bin und die Luft wird knapp und ich mag nicht mehr, jede Zelle im Körper sagt, dreh um, dann muss man halt den Willen drüber setzen und sagen, nein, die paar Schritte zum Gipfel, ich schaffe mal noch. Wow. Ich finde das mega cool, die ersten Hacks, die du hier schon raushaust. Ja, eine gewisse Naivität. Ich liebe das. Weißt du warum? Ich höre auch oft,
Die Leute sagen, ah, du bist so naiv, du glaubst wohl noch an das Christkind. Sag ja, natürlich, ich glaube auch an den Weihnachtsmann, ich glaube auch an den Osterhasen und ich glaube in erster Linie an mich, ja. Dieser unerschütterliche Glaube, was du eben auch gesagt hast, weil sonst könnte man das alles gar nicht schaffen. Und dann hast du das Nächste, was du so geil gesagt hast, Fokus, Fokus, dann ist durchstrukturiert, alles wird hinten angestellt, um es zu erreichen, auch wenn es weh tut, auch wenn es Misserfolge gibt. Und hier sind halt die meisten Leute, die geben gleich auf. Wird so ein bisschen schwierig, hören sie gleich auf. Und um erfolgreich zu sein, so wie du auch, ist es wichtig, dass man sein Ding durchzieht. Von wem hast du das? Von deinen Eltern oder? Ich kann es ja nicht sagen. Ich war schon, wo ich 14 Jahre alt war, habe ich zu meinem Vater das erste Mal gesagt, wenn ich 18 will, hole ich mir einen Gewerbeschein. Und ist die letzte Aussage, die meine Mutter jemals gemacht hat, die Gewicht gehabt hat, war, wo ich der Lehrer zur Lehre gegangen bin. Also da habe ich den ersten Tag meine Lehre angefangen, mein Metzger. Und hat gesagt, du musst diese Ausbildung fertig machen, dann kannst du machen, was du willst. Das habe ich gemacht. Ich habe dann diese Metzgerlehre abgeschlossen. Dann war ich kurz nur 18, fast 19 Jahre alt. Da war es Militär und dann habe ich gesagt, so und jetzt gehe ich raus. Ich habe keinen Knopf in der Tasche gehabt, keine Kohle und bin in Vertrieb gegangen. Damals Herbalife. Ich habe damit kein Geld verdient, aber die Schule, die man dadurch geht im Network Marketing, wenn man direkt rausgeht vom Verkauf, keine Ahnung hat und keine Kohle in der Tasche, man muss irgendwie über die Runden kommen. Die Schule, die hat dann dazu geführt, mir ist nichts anderes geblieben. Ich musste einfach. Ich habe die Schiffe hinter mir niedergebrannt, die Brücken abgebrochen und gesagt, ein Freund von mir aus Amerika hat immer gesagt, a job is not an option. Arbeiten gehen ist keine Option für mich. Diese Nummer ziehen wir durch. Es hat schon ein paar Jahre gedauert und ich war nicht einfach. Also wenn ich meinen Kindern zusehen müsste, dass sie auch so hart sich durchkämpfen die ersten Jahre, ich weiß nicht, ob ich sie unterstützen möchte dabei oder den Weg gehen lassen würde, aber es war nicht einfach und wenn dann Erfolg rauskommt, hat man schon verdient. Also es ist nicht umsonst gewesen, aber es war nicht for free. Also es war nichts for free. Ich liebe es einfach. Ich liebe deine klare, deutliche Sprache. Und für alle, die jetzt hier zuhören, bitte schreibt mit, weil es ist so wertvoll. Ja, du hast was Schönes gesagt. Ich habe die Schiffe alle abgebrannt. Es gibt keine andere Option, als mein Ziel zu erreichen. Und genau das ist ja das Problem heutzutage von vielen Menschen. Wir haben so viele Optionen. Wenn es nicht geht, dann ist Vater Staat da und öffnet seinen Beutel und. Aber so kommst du nicht voran. So wirst du nicht gestellt, ja. Und du hast schön gesagt, ich hatte kein Geld in der Tasche, Knopf, wie du sagst. Also blieb mir einfach nichts anderes übrig. Und das wünsche ich auch jedem, der hier zuschaut. Treff eine Entscheidung, so wie du das gemacht hast, lieber Martin. Und dann zieh dein Ding durch, ja. Und es gibt einen wunderschönen Spruch, lieber 2 Jahre Scheiße fressen und dann ein Leben lang Champagner saufen. Sorry für diesen Ausdruck, aber um das geht es. Aber die meisten Leute sind nicht bereit, sich mal zu engagieren, mal dran zu bleiben, auch wenn es weh tut. Wie hast du dich dann immer motiviert, Martin? Naja, es gibt viele Beispiele, schaue ich zurück und denke mir, wow, wie kann das sein? Weißt du, ich bin zum Beispiel, wo ich am tiefsten Punkt im Leben war, habe ich meine Frau kennengelernt, die haben meine Stütze, da war ein neues Leben nicht aufgekommen. Da bin ich nach Estland geflogen, nach Tallinn. Und da bin ich auf dem billigsten Airline, auf einem Sitz irgendwo, zufällig am Fenster, auf der rechten Seite, da rollt man so an Zürich vorbei, an den Privatjets und an diesen tollen Flugzeugen. Und ich schaue da raus, weißt du, meine letzten 70 Euro in der Tasche. Ich habe die Flugzeuge dort angeschaut und das war für mich ganz klar im Kopf, das war so selbstverständlich wie nur was, dass es nicht die Frage ob ich, sondern nur wann. Es war nie die Frage, ob ich sowas mal besitzen würde, sondern nur wann. Und so ein paar Jahre später habe ich solche Sachen gemacht. Ich bedeute mir heute nichts mehr. Es war halt eine Phase, wo ich gedacht habe, wenn man viel besitzt oder viel hat, dann wird man glücklicher oder sonst irgendetwas. Was ich damit nur sagen möchte, ist, man darf nie daran zweifeln an seinen Zielen. Man muss immer das visualisieren und sich vorstellen. Was zum Beispiel so bei Leuten ist, die erfolgreich werden wollen, die sagen immer, ich werde erfolgreich sein. Ja, das ist eine Aussage, die
die würde ich wegstecken, weil dann lebt man immer kurz davor. Man lebt immer kurz vor dem Zustand, erfolgreich zu werden. Ja? Ich habe mich immer zurückgelehnt, wenn ich gar nichts gehabt habe, im tiefsten Punkt. Ich habe diese Autos, die ich fahren wollte, ob das Rennautos waren oder was auch immer, oder den Geruch, wenn man in ein neues Flugzeug, in ein eigenes einsteigt. Diese Sachen habe ich eingeatmet, mir vorgestellt und gefühlt, visualisiert, und zwar nicht so, als werde ich es bald mal haben, sondern als würde ich jetzt schon live drin sitzen in diesem tollen Auto oder in diesem Strand oder was auch immer. Es gibt, wenn man, früher hatte ich halt ich wollte konsumieren und gedacht, Dinge kaufen macht glücklich. Inzwischen geht es genau umgekehrt. Ich verkaufe alles, was irgendwie an Klotz am Bein ist. Ganz im Gegenteil, je weniger ich habe, je wohl, je fühle ich mich. Nur, was ich damit sagen will, dieser Zustand, den man haben will, den muss man fühlen, bevor er da ist, und zwar regelmäßig. Ob man morgen aufsteht und dankbar ist dafür, dass einem gut geht, dass man gesund ist, dass man genug zu essen am Tisch hat und eine warme oder kalte Dusche nehmen kann und sich dann reinfühlt in den Zustand, wo man als nächstes sein möchte. Ich habe jetzt neue Ziele, über die jetzt noch nicht sprechen werde, aber ich bin am Visualisieren. Bei jedem Training sehe ich mich schon am Ziel. Ich habe die motivierende Musik dabei. Ich bin emotional, bin ich mit meinem Ziel verbunden. Und das kann ich nur jedem wirklich empfehlen. Nicht sagen, man wird erfolgreich, sondern ich bin schon an meinem Ziel. Es ist nicht die Frage, ob, sondern nur noch wann. So. Hammer. Ja, ich werde, ich möchte und ich hoffe, ja. Nein, ich bin's. Das ist definitiv so. I am. Genau, weil dein Unterbewusstsein, der kann nicht unterscheiden, ist es schon so oder ist es noch nicht so. Es glaubt, was du dir visualisierst. Das, was du siehst, und das kann ich einfach nur bestätigen. Ich habe mich auch im Privatjet gesehen. Ich habe mich an den geilsten Orten gesehen. So, als bin ich schon da. Ich bin mit einer uralten Gurke von Auto rumgefahren, aber das war für mich schon das geile Auto, was ich immer haben wollte. Damals ein Audi A8, 12 Zylinder. Ich habe mich genauso gefühlt. Und dann kennst du sie auch. Plötzlich ist es da und es ist gewöhnt. Ja, es ist Normalität. Und das ist so geil, wenn man das einfach versteht. Also bitte geht in die Gefühle, fühlt das, denkt nicht an den Mangel, was so viele machen. Ja, das fehlt und was muss ich noch alles machen, sondern sei schon dort, wo du hin möchtest. Martin. Ja, der Rest ist noch eine Planung. Einfach, ob das jetzt ein Geschäft ist oder auf dem Berg, den ich raufgehe, oder ein Auto. Ich bin eine Zeit lang mit verschiedenen Rennautos hobbymäßig gefahren, habe meinen Typ gefunden von Formelautos bis zu einem GT4 und war dann recht gut da unterwegs. Aber auch, ob ich jetzt auf dem Berg hinaufgehe, im Himalaya, Expeditionen, ich schließe mich da anderen Expeditionen an. Trotzdem muss ich viel planen, viel vorbereiten, weil es geht immer um den Summit-Push, um den letzten Ding. Und das ist ja das, wo du draußen bist, im Prinzip beim letzten Punkt, bist ja beim Kunden oder wo du immer bist, dort, wo das Ziel fertig machst, ja. Dort muss alles sitzen. Nur wenn ich habe beim Bergsteigen, ich war im Dezember, war ich in Südamerika, am Aconcagua, ist einer der, an einem Riesenberg, fast 7000 Meter hoch. Und wir waren da ein Dreierteam, haben eine wahnsinnig schwierige Route auf dem Berg genommen, also einer der schwierigsten Routen, die es gibt, über den Gletscher hinauf und. Da war ich dabei, ein Arzt aus Kufstein, ein sehr netter Typ, und ein anderer Arzt, ein Hirnchirurg aus der Karibik. Jetzt bin ich mir aber nicht mehr ganz sicher, aus welchem Land. Auf jeden Fall, der hat vergessen, seine Steigeisen an die Schuhe anzupassen. Das muss man immer am Abend davor machen, ja. Der hat das einfach irgendwie vergessen. Der hat also jahrelang, also ein Jahr Vorbereitung mit Training, allem drum und dran, tausende Euro, so eine Expedition kostet richtig Geld mit allem drum und dran. Ja, da reden wir schnell mal über 30.000 Euro plus, ja. Und der hat seine Steigeisen nicht eingestellt. Jetzt ist es in der Nacht, wenn man losgeht, wenn der Summit-Push ist, nachts um 2 Uhr oder was geht man los, ja. Ist es so eiskalt, dass man diese Steigeisen mit den Händen nicht mehr angreifen kann, weil man so ein Froschbeulen kriegt. Jetzt hat der Mann gute halbe Stunde gebraucht, bis er mit seinem Bergführer zusammen irgendwie geschafft hat, diese Steigeisen einzustellen. Er hat im Nachhinein gesagt, sein Energielevel, der ist
zusehends gesunken, der war ratzfatz weg. Er war jemand, der den Ironman dreimal abgeschlossen hat, ein Kämpfer, jemand, der wirklich weiß, wie man Sport, also wie man durchzieht, wie man Härte hat, wie man stundenlang seinen Körper drangsaliert, was absolut notwendig ist in der Höhe da oben. Nach 5 Stunden hat er aufgeben müssen, weil er vergessen hat, seine Steigeisen einzustellen. Und im Business ist es genau das Gleiche. Du kannst, du musst vorbereitet sein. Das sind manchmal, ich sage immer, die Watschen, die kommen immer von einer Seite, wo du gar nicht damit rechnest, ja. Und dann ist halt blöd. Drum vorbereitet sein auf das, und im Business ready sein, wissen, was man tut, wissen, von was man redet. Das ist schon eine absolute Grundlage. Also da muss man wirklich drauf schauen. Und ist wichtig. Es ist ja eine absolute Kleinigkeit gewesen und da hat er sein großes Ziel verpasst, weil eine kleine Metallhaken falsch eingehängt war. Der hat einfach nicht auf seinen Schuh raufgepasst und damit konnte er auf den Gletscher nicht gehen. Und deshalb kann ich nur jedem empfehlen, aufpassen, immer vorbereitet sein. Absolut richtig, was du sagst. Ich habe ja auch gesehen, du hast ja auch Bilder gepostet und geschickt, wie du alles akribisch ausgebreitet hast. Ja. Und dass ja nichts vergessen wird, weil das kann fatal sein. Und da hast du völlig recht, so ist es auch im Business, ja. Du musst darauf vorbereitet sein und du musst die Dinge buchstabengetreu umsetzen. Ich sehe das ja auch bei meinen VIP-Coaching. Wer hat am meisten Erfolg? Wer geht ab durch die Decke? Diejenigen, die es einfach machen. Diejenigen, die es nicht hinterfragen. Ja, könnte man nicht auch so wie du. Ja, könnte man nicht auch ein bisschen ohne Steigeisen. Alles ist doch scheißegal, ob ich sie abends drauf mache oder morgens. Es ist doch wurscht. Nein, es ist nicht wurscht. Es gibt Menschen, die haben die Erfahrung, es gibt Menschen, die es schon erreicht haben. Und darum kann ich jedem einfach nur nahelegen, hol dir einen Coach, hol dir jemanden, der schon dort ist, wo du hin möchtest. Und dann mach's einfach buchstabengetreu und entwickle kein Ego. Ja, man könnte doch auch das. Nein, kann man nicht. Ja, kann man natürlich, aber dann hat man halt Pech, ja. Und das finde ich so, so wichtig, weil es geht wirklich um Qualität, es geht um Vorbereitung. Vorbereitung ist ein riesengroßer Teil und das andere ist dann letztlich, so wie jetzt am Berg, nur noch gehen, oder? Ja, fast schon. Ja, danach kommt halt der nächste Schritt. Ich nenne das GSD, Get Stuff Done. Erledige diese Sachen einfach, erledige die ganzen Schritte, gehe sie durch. Und vor allem lass, wenn die Türen mal offen sind, wenn die Gelegenheit da sind, lass sie nicht sausen. Ich nenne dir jetzt einfach mal ein paar Beispiele, wo es in meinem Leben, wo ich sage, das ist ein Wahnsinn, was ich erlebt habe und das kann heute niemand mehr erleben. Ja? Ich war damals in Nischni Nowgorod, in tiefen Russland, Zentralrussland, bin ich mit der MiG-29 geflogen. Man kann auf der ganzen Welt mit kleinen Militärflugzeugen fliegen, aber die MiG-29 ist eines der brachialsten Militärflugzeuge, die man sich vorstellen kann. Ich habe damals das auch so vor mir her, soll ich oder soll ich nicht? Oder wie habe ich gesagt, na komm, machen wir es jetzt, erledigt ist erledigt, dann ist dann, drin ist drin im Kasten, steht auf meiner Liste, ich will sowas erledigen. So, ein paar Wochen später ist dieses Flugzeug, nachdem es über 40 Jahre und es gibt nur ein einziges Flugzeug auf der Welt, wo das gemacht wird, in Nischni Nowgorod, Zentralrussland. Dieses Flugzeug hat man noch eingestellt und jetzt kann man sowieso nicht mehr hingehen. Das heißt, hätte ich damals gezögert, hätte ich die Gelegenheit verpasst, in die Stratosphäre rauszufliegen und dieses brachiale Flugzeug pur zu erleben. Das ist ein Beispiel oder ein anderes Beispiel ist, Kilimanjaro in Afrika hinaufzugehen, ja. Wer heute Videos anschaut, seit dieser C-Zeit da ist das auf einmal ein Wahnsinnstrend geworden, dass jeder auf den Kilimanjaro raufrennen will. Früher waren es 300 bis 400 Leute am Tag, heute bis zu 500 Leute am Tag. Ich habe ihn damals, hat sich eine Tür aufgetan, ich war frisch in dieser Corona-Zeit, hat sehr kleine Tür aufgetan. Dieses Tansania hat ja bei dem ganzen Quatsch nicht mitgemacht. Entschuldigung, hat einfach nicht mitgemacht. Also waren die Türen offen und wir konnten in das Land mit ein paar Umwegen, 30 Stunden Reisezeit, dreimal umsteigen und so. Und ich bin auf diesen Kilimanjaro mit meinem Bruder und einem kleinen Team hinauf. Wir waren alleine dort oben. Wir haben diesen Berg für uns alleine gehabt, weil wir wo die Tür offen war, habe ich gesagt, wir gehen rein, wir nutzen es, wir nehmen diesen kleinen Aufwand mehr auf uns. Und damit habe ich ein Erlebnis, das man mit Geld nicht kaufen kann. Du kannst reich sein, wie du willst, aber alleine am Kilimanjaro und so genauso ging es mir am Island Peak, so ging es mir am Mera Peak und am Lutuci East ging es mir genauso. Es sind lauter Berge, wo überlaufen sind normalerweise und ich habe die kleinen Fenster genutzt,
wo get things done, get stuff done. Ich habe es erledigt und war zu dem Zeitpunkt dort und stehe allein auf so einem Gipfel oben oder eben ich sitze in Flugzeugen, die kein Mensch mehr fliegen kann, drin und habe Erlebnisse, die einfach, wenn die Türen zu sind, sind sie zu, dann ist vorbei. Manchmal gibt dir das Leben eine Türe, macht's offen, geh rein, geh durch. Wer weiß, wenn es zu ist zu, dann ist vorbei. Sehr, sehr geil. Wirklich, weil es ist so. Und ich vergleiche das auch, du siehst irgendwo eine schöne Frau, du siehst irgendwie einen schönen Mann und denkst, boah, cool, mein Herz wird berührt und du verpasst den Moment, wie du sagst, du verpasst diese Türe, da durchzugehen und das war's dann, ja. Das wird nie mehr kommen und da kann ich auch wirklich aus meinem Leben so viele Beispiele sagen, auch im Business, du hast Chancen, aber das ist wirklich, eine Türe geht auf und wenn du da nicht durchgehst, dann war's das. Und 20 Minuten sind jetzt rum hier bei Facebook, also wenn du mehr wissen möchtest von Martin, weil er wird noch viel, viel mehr raushauen. Wir werden jetzt auch über die geilste Party meines Lebens sprechen, die ich damals mit Martin in Amsterdam erleben durfte. Einfach so krass das Ganze. Hol dir jetzt das Kongresspaket und damit du ja nichts verpasst. In diesem Sinne, liebe Facebook-Gemeinde, tschüss, bye bye, schönen Abend. Ja, super, dass du die ganze Zeit dabei warst. Herzlichen Dank dafür und ich bin mir sicher, du wirst die eine oder andere Geschichte für dich umsetzen, anwenden. Jeden Tag ein Stück mehr. Lebe dein für dich ideales Leben. Willst du mehr wissen und hören von mir und spannende Interviewpartner, abonniere jetzt gleich den Podcast, dass du keinen einzigen mehr verpasst. Danke dir für eine positive Bewertung. Hast du weitere Tipps und Vorschläge? Bitte direkt an mich. Abonniere deinen Ernst Kramer Inner Circle. Du kannst ihn 14 Tage lang testen für nur 1 Euro. Dort bekommst du ganz viele weitere wertvolle Inputs rund um dein Leben. Es erwarten dich verschiedene Module, Videoclips, Checklisten, MP3 für unterwegs, Texte, Mindmaps. Den Link findest du wie immer unten in der Shownote. Abonniere den Erfolgsnewsletter, damit du gar nichts mehr verpasst. Sehr, dass du dabei warst. Freue mich, dich wieder dabei zu haben. Von ganzem Herzen eine wundervolle und großartige Zeit für dich und dein Leben. Tschüss, bye bye, dein Ernst Krammeri.